Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute gibt es ein XXL Foot Champions Pack Opening. Wir haben nämlich 33 Informs heute zu öffnen. Von insgesamt 120 Spielen aus Foot Champions. Ich kam dreimal in die Top 100 und ich werde jetzt heute heißt am Mittwoch um 19 Uhr, zwei Packs öffnen und dann morgen um 19 Uhr, wenn ich die neuen Belohnungen kriege, werde ich dann das nächste Pack öffnen. Das aber alles in diesem Video. Ihr seht schon, wir haben ein unfassbar geiles Team der Woche. Messi, De Bruyne, Lukaku, Godin. Unfassbar starke Spieler. Vor allem natürlich Messi, den wir vielleicht ziehen können in drei halt Inform-Packs. Könnte auch ich mal die Chance haben. Und ja, wir holen uns direkt mal die Preise ab. Zudem würde ich mich freuen, wenn wir die 5000 Likes auf diesem Video knacken würden. Das wäre natürlich richtig cool, wenn wir das schaffen. Und ja, weil wie gesagt, 120 Spiele habe ich alleine nur für dieses Video jetzt gespielt, dass ich euch die geilen Packs zeigen kann. Und wie ihr seht, wir sind jetzt hier gerade auf der halt Xbox. Ich habe danach meine anderen Packs sind auf der PlayStation, wo es deutlich wichtiger ist, denn da brauche ich die Münzen wirklich. Aber wir holen uns jetzt einfach mal die Preise ab und ja, let's go. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Platz ich genau kam. Die letzten 5 Spiele könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken. Ich werde das Video mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Schlussendlich kamen wir auf Platz 45. Das heißt, wir kriegen 300k Packs, 11 Informs und 150.000 Münzen. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr nice. So, wir starten natürlich mit den 100k-Sets, wie immer. In der goldenen Mitte würde ich sagen, in 3, 2, 1, let's go. Erstes 100k-Set, natürlich schon mal kein Walkout. Aber wir ziehen den Man of the Match. Interessant. Sternschnuppe sah mal richtig geil aus. Das ist Lopez. 85er Rating. Damit habe ich nicht ganz gerechnet, denn ich wusste gar nicht, dass die drin sind. Dazu haben wir auch noch David Luiz. Mal schauen, was der so wert ist. Auch nochmal fast 20k. Also das ist schon mal ein richtig geiles 100k. Ich gehe mal davon aus, er kostet auch nur so 10 bis 20.000. Ja, 15.000, 18.000, denke ich mal, geht der weg. Aber auf jeden Fall für den Anfang schon mal ein richtig geiles Pack. Also vielleicht könnte Messi drin sein. Wir öffnen Pack Nummer 2. Mal schauen, was da drin ist. Auch wieder kein Walkout. Aber das sind zwei große Schnuppen. Das müsste Sokratis sein. Hat, glaube ich, jetzt eine 85. Und dazu, glaube ich, dann noch einen, den ich schon im Verein habe. Mal gucken, wer das ist. Müssen wir mal einmal ganz nach rechts blättern. Das müsste auch ein 84 Plus gewesen sein. Und das ist Fährmann. Ja, auch ganz nice auf jeden Fall. 84er kann man jetzt immer sehr, sehr gut gebrauchen. Die gehen aktuell, glaube ich, alle für 3 bis 4K weg. Also da bin ich auch gar nicht so unzufrieden. So, wir kommen zu dem letzten 100k-Pack auf der Xbox. Und ja, wir öffnen es einfach mal direkt und let's go. Hoffentlich ein Walkout, schade. Aber vielleicht sparen wir uns den Walkout. Ja, das ist ein Doppel-Inform. Das ist Roman Bürki, 84er. Das ist unglaublich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir könnten richtig Luck heute haben in dem Video. Wir haben jetzt schon eine Man of the Match-Karte gezogen, plus zwei Informs war es, glaube ich. Mbappe und William. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, aber das ist ein richtig, richtig geiles Pack. Guckt euch das mal an. Er kostet schon alleine, ja, 40.000, denke ich mal. William ist richtig stark. Bürki, ja gut, ist auch ein ganz guter Torwart. Der wird aber wahrscheinlich nicht so viel wert sein. Also heute, da muss ich sagen, war halt das Pack-Luck auf jeden Fall schon mal da. Und wir haben noch so viele Packs zum Öffnen. Das ist richtig geil. Und ja, wir springen jetzt zu unserem 11er Inform-Set. Jetzt wird es wirklich spannend. Das ist das erste von drei, was wir aufmachen können. Garantiert 11 Team der Woche-Spieler. Es muss auf jeden Fall ein Walkout sein. Wenn es kein Walkout ist, dann werde ich mich ärgern. Wenn natürlich Messi ist, dann werde ich hier ausflippen. Aber ja, ich habe ein bisschen Angst. Aber ich muss sagen, die Packs eben, die waren schon so gut. Das heißt, ich habe Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen öffnen wir es jetzt in 3, 2, 1. Let's go. Komm schon. Und es ist kein Walkout. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Es ist immerhin auch noch Casemiro, 87er. Aber wir haben, glaube ich, die besten 4 oder 5 Spieler verpasst auf der Xbox. Bin ich mit zufrieden, wenn wir auf der PlayStation dadurch dann deutlich bessere Packs kriegen. Aber wir haben trotzdem noch Casemiro, Gomez, Cuadrado und Pastore. Das heißt, wir haben von den Spielern dann doch noch die besten gezogen. Casemiro wird wahrscheinlich auch locker für 100 bis 150.000 dann weggehen. Ich werde es mir dann einfach halt mal ganz am Ende ausrechnen, wie viele Münzen ich jetzt da schlussendlich gemacht habe. Denn ihr seht schon, die Spieler werden jetzt so unfassbar drauf gespammt. Hier haben wir Gomez. Eine richtig geile Karte, muss ich sagen. Der geht auch schon für 100.000. Cuadrado, denke ich mal, auch ähnlich viel. Würde ich auch so 100.000 auf jeden Fall schätzen. Könnte sogar vielleicht noch ein bisschen mehr wert sein, weil das ist ja schon der zweite Inform. Also auch mit dem Pack
haben wir bestimmt eine halbe Million gemacht. Insgesamt dann komme ich bestimmt auf fast 1 Million Coins wieder nur durch diese eine Woche. Dazu noch Sead Kolasinac, unfassbar geile Werte natürlich. Freut mich natürlich, dass ich auch den Schalker gezogen habe. Und ja, das war's auf jeden Fall von der Xbox. Jetzt springen wir auf die PlayStation. Bis gleich. Wir sind auf der PlayStation angelangt und hier haben wir nur 200 KPX. Das liegt einfach daran, dass ich nur auf Platz 90 kam weltweit. Und ja, da bekommen wir halt nur 200 KPX. Aber die 100 KPX waren eben sehr gut. Dafür war das, ja, war halt dieses große Päckchen nicht so gut. Ich würde das jetzt ganz gerne tauschen, wenn ich ehrlich bin. Denn ich brauche die Münzen auf der PlayStation für eine weitere Meisterschaft, die ich halt spielen werde. Und da habe ich jetzt noch nicht so ein gutes Team. Deswegen ist das hier auch wirklich wichtig. Von daher kann ich das auf der Xbox nochmal verkraften. Auf der PlayStation müsst ihr mir da wirklich die Daumen drücken. Wir haben jetzt insgesamt noch 2 Stück. Das eine hier am Mittwoch und das andere dann morgen am Donnerstag. Auch noch alles in diesem einen Video. Und ja, wir öffnen jetzt einfach mal das nächste 100k-Pack. Wir gucken mal, ob wir hier auch genauso viel Glück hatten. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Das ist eine sehr große Schnuppe. Das ist Handanovic. 87er Rating. Kann man eigentlich auch mit leben. Für so ein 100k-Set ist das wirklich ganz gut. Ramsey, Slimani, viele 83er, ein paar 82er, die kann man alle mal mitnehmen. Ansonsten, der Rest ist wahrscheinlich nicht allzu viel wert. Wir springen in das 100k-Pack Nummer 5. Mal schauen, was da drin ist. Auch das wieder kein Walkout. Aber auch das ein 84+, und das ist, glaube ich, Toprak. Ja gut, ist jetzt nicht das beste Pack, muss man dann auch einfach mal sagen. Mal schauen, was noch drin ist. Ter Stegen, Mertes Acker, Butland, immerhin noch Dembélé, der geht glaube ich noch so für 5 bis 10k. Das ist eigentlich ganz in Ordnung, aber der Rest ist auch hier nicht allzu viel wert. So, und jetzt kommen wir zu dem alles entscheidenden Pack. Das ist wirklich extrem wichtig für mich, denn ich brauche aus den beiden Elva Inform Packs ungefähr 1,2 Millionen Münzen, damit ich mir Cristiano Ronaldo holen kann. Das wäre sehr wichtig. Ihr seht, ich habe 327.000 Münzen, das heißt ein bisschen fehlt mir noch. Und von daher drückt mir jetzt wirklich die Daumen, haut nochmal auf den Like-Button. Und ja, wir öffnen jetzt auf jeden Fall das Pack in 3, 2, 1. Let's go, bitte ein Walkout. Es wird ein Walkout. Komm, bitte, 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 bitte. Wer ist es? Wer ist es? Es ist Belgien. Und es ist Romelu Lukaku. Jawohl, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Pack. 89er Rating. Der dürfte, denke ich mal, für eine halbe Million mindestens weggehen. 89er Rating, endlich haben wir mal ein bisschen Glück, ja. Endlich mal einen Walkout. 87 Tempo, 92 Schießen, 92 Physis. Boah, da bin ich ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. Das könnt ihr mir vielleicht auch ansehen. Denn, wie gesagt, hier brauche ich die Konsequenz. Wir gucken mal, was noch drin ist. Insigne ist auch noch drin. Richtig geil. Der ist auch mega viel wert. Dazu noch Casemiro, Modest und wieder Sead Kolasinac. Also, mit den beiden Spielern, ja, glaube ich, haben wir schon knapp 600.000, 700.000 auf jeden Fall drin. Wir gucken mal, Romelu Lukaku. Holy. Der geht fast für 800.000. 800.000 Münzen. Boah, richtig, richtig, richtig genial. Und dazu noch den 88er Insigne. Ich weiß gar nicht, ob er auch ein Walkout war. Ich glaube schon, aber der geht auch für über 200.000 Münzen. Das heißt, mit den beiden, mit dem Pack haben wir schon fast 1 Million Münzen gemacht. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Plus, wie gesagt, gleich für euch kommt noch ein weiteres Team der Woche Set. Also von daher sieht es sehr gut aus, dass wir uns den Cristiano Ronaldo holen können. Damit bin ich auf jeden Fall schon mal super zufrieden. Ich werde die Spieler jetzt heute noch verkaufen. Und ja, gleich geht es auf jeden Fall für euch direkt weiter. Und dann holen wir uns noch das letzte Foot Champions Pack ab. Aber damit bin ich auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Neuer Tag, neues Glück. Und ja, wir holen uns direkt mal unsere Foot Champions Preise ab. Wir haben es jetzt Punkt 19 Uhr und ja, ich kam auf Platz 34 in der letzten Woche. Jetzt habe nur 2 Spiele verloren und hatte dann einen sehr hohen Skillwert. Das heißt, wir kriegen wieder 150.000 Münzen, 300k-Sets und natürlich 11 Informs. Und ja, die werden wir jetzt natürlich direkt öffnen. Ihr seht schon oben, wir haben 1,7 Millionen Coins. Das heißt, ich habe ja eben alle Spieler verkauft und die gingen wirklich für einiges weg. Also da können wir uns jetzt schon sogar den Cristiano Ronaldo leisten. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Wir starten, wie immer, in der goldenen Mitte, genauso wie zum Start des Videos. Leider kein Walkout, aber das wird wieder eine Man-of-the-Match-Karte und das ist Schmeichel mit einem 87er-Rating. Das ist eine richtig geile Karte. Hoffentlich geht sie so für 50 bis 100k. Ja, das ist richtig, richtig gut. Also für ein 100k-Pack ist das wirklich überragend. Und das startet auf jeden Fall schon mal sehr gut. 70.000, bin ich super mit zufrieden. Dazu noch Manolas, Herrera und ja, da haben wir noch Jesus. Ich weiß gar nicht, ob der noch was wert ist. Aber das ist auf jeden Fall schon mal
wieder sehr, sehr viele Münzen für mich oben auf mein Konto. Das freut mich natürlich sehr. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten 100k-Pack. Leider kein Walkout, aber zwei 84er und das wird Ferreira Carrasco Upgrade. Auch das ist eine gute Karte. Wird wahrscheinlich auch so für 5 bis 10k auf jeden Fall weggehen. Dazu noch Fährmann. Auch das ist ganz in Ordnung. Wir machen weiter mit dem letzten 100k-Pick für heute. Auf jeden Fall könnt ihr mir schon mal unten in die Kommentare schreiben, wen ihr denn so drin hattet in euren Weekend League Rewards. Würde mich auf jeden Fall mal halt interessieren. Vielleicht hat ja sogar einer Messi gezogen. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Und ja, wir machen direkt weiter. Nächste 100k-Set. Auch das wieder kein Walkout. Aber das sieht auch wieder nach zwei sehr großen Schnuppen aus. Und das ist Otamendi. 84er ist, glaube ich, ein Downgrade. Aber trotzdem auch eine Karte, die nicht so verkehrt ist. Subasic, Vertonghen, Mirallas, ja, auch das, der ein oder andere Spieler, der vielleicht ein bisschen was wert ist. Aber wir warten eigentlich alle nur auf das letzte Elfer Inform Pack. Wir haben schon gestern ziemlich Packluck gehabt mit Romelu Lukaku. Jetzt Messi wäre natürlich die Krönung. Von daher nochmal wirklich die Daumen drücken und wir öffnen es in 3, 2, 1. Let's go, bitte einen Walkout und es wird ein Walkout, jawohl. Und das ist, glaube ich, Diego Godin. Das habe ich schon gesehen bei der Flagge. Denn ja, ihr seht Uruguay. Und Diego Godin ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Wir haben Messi leider verpasst, aber da kann noch Kevin De Bruyne drin sein. Plus Lukaku. Das ist schon mal eine sehr gute Karte, definitiv. Geht, glaube ich, so für 200.000 auf der PlayStation. Ich werde jetzt mal drücken. Ich bin ein bisschen nervös. Ich glaube, da ist wirklich noch was Gutes drin. Let's go in 3, 2, 1. Und wir gucken mal, was noch so drin ist. Ah, schade. Wir haben leider alle halbwegs guten Spieler verpasst. Wir haben noch Cuadrado und Pastore. Aber Diego Godin, wieder einen Walkout in Form, ist trotzdem, darf ich mich einfach schlussendlich nicht drüber beschweren. Ihr seht, gehen wir davon aus, ihr wird jetzt noch so für 150k weggehen, weil jetzt natürlich alle nochmal den Spieler ziehen. Cuadrado, der ist natürlich gerade noch richtig teuer. Ich werde die Spieler jetzt gleich alle schnell reinstellen. Also mit dem Pack werde ich wahrscheinlich auch wieder meine 500.000, 600.000 definitiv machen. Bin ich sehr zufrieden. Wir ziehen wieder Sead Kolasinac zum dritten Mal. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir auf jeden Fall die 2 Millionen Marke knacken. Ich bin trotzdem sehr zufrieden insgesamt mit den 3 Packs. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, Leute, macht's gut, haut rein und ciao.